Der 1. November 2011, auf den Tag genau 50 Jahre nach Inkrafttreten des Steuerberatungsgesetzes, wird gefeiert. Über 70 Ehrengäste sind gekommen, von Kammern und Verbänden, aus der Finanzverwaltung und Gerichtsbarkeit. Rund 7000 Mitglieder zählt die Steuerberaterkammer Niedersachsen heute. Begonnen hatte es vor 50 Jahren mit 2000 Helfern in Steuersachen. Dr. Harald Grührmann, Präsident der Steuerberaterkammer Niedersachsen, betont in seiner Begrüßung die gute Zusammenarbeit mit dem Steuerberaterverband, mit der DATEV und auch mit der Finanzverwaltung. Die Staatssekretärin im Finanzministerium Niedersachsen ihrerseits lobt die Steuerberater als zuverlässige Partner der Finanzverwaltung sowie als moderne Dienstleister und Interessenvertreter der Mandanten. Wir haben mit der Steuerberaterkammer und den Steuerberatern ein gutes Einvernehmen. Wir haben im Grunde beide Seiten Interesse daran, dass Steuerrecht richtig und ordnungsgemäß angewendet wird. Da gibt es viele Berührungspunkte, wo wir uns auch gegenseitig unterstützen und beraten. Also sei es beispielsweise, wenn es um Verfahrensfragen geht bei der Steuerfestsetzung und auch bei der Steuererhebung. Da sind wir auch dankbar. Steuerberater sind gute Gesprächspartner, die uns auch unterstützen. Professor Hinrich Rüping lässt in seinem Festvortrag die Geschichte des steuerberatenden Berufs Revue passieren. Von der Weimarer Zeit bis zu den Anfängen der jungen Bundesrepublik. Und spart dabei auch nicht mit kritischen Betrachtungen über einzelne Mitglieder in der Nazizeit. Wir haben aus Anlass des Geburtstagsjubiläums heute eine Stichprobe gemacht unter 1000 Personalakten, welche die Oberfinanzdirektion Hannover der Steuerberaterkammer Niedersachsen übergeben hat. Und diese Stichprobe zeigt, Steuerberater waren durch die Art ihrer Berufsausübung weit weniger als Anwälte und erst recht weit weniger als Juristen in der Justiz, als Richter und Staatsanwälte gefährdet, sich mit dem Faschismus zu arrangieren. Als ersten Schritt zur Unabhängigkeit des Berufsstandes bezeichnet der Präsident des Steuerberaterverbandes Niedersachsen und Sachsen-Anhalt das Steuerberatungsgesetz von 1961. Die Notwendigkeit sah man dann darin, aus Sicht damals auch der Verbände, einen Beruf zu schaffen, der unabhängig beraten kann, der nicht wie der Helfer in Steuersachen abhängig ist von der Finanzverwaltung, den die Finanzverwaltung, ich will nicht sagen beliebig, aber doch nach Ermessen die Lizenz zum Beraten entziehen konnte. Und das war der Hintergrund, weshalb man sich für das Steuerberatungsgesetz eingesetzt hat. Damals wurden dann die Helfer in Steuersachen, die einer Finanzbehörde unterstanden, richtige Freiberufler und Steuerbevollmächtigte. Der Steuerberater als freier Beruf, selbst verwaltet, in Kammern und Verbänden organisiert, inzwischen ein bewährtes Erfolgsmodell, so der allgemeine Tenor, das sich auch als Exportschlager für andere europäische Demokratien eignet.